Hallo, hallo, hallo. Das fühlt sich jetzt mal so langsam hier. Also langsam, immer noch langsam. Sprich, Moment, haben wir hier irgendwie noch weiter ausgefüllt? Mehr oder weniger. Sprich, ich würde ja fast hier dann den Bahnhof hinsetzen. Das würde ich sagen, können wir ja als nächstes machen. Kaufen wir das, kaufen wir das und kaufen wir auch das. Dann haben wir nämlich das auch, dann können wir zumindest schon mal, was das betrifft, die Linie, boah, das, den Projektanfang so gesehen beenden. Also Straßenbahn in Anführungszeichen abgehakt. Oder zumindest begonnen. Vollenden. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um die Zugverbindung. Und danach noch um den Schiffsexport. Sprich, das wird ja eher ein Hauptbahnhof-Ding. Was haben wir denn hier? Bauen Sie Bahnhof. Tausend haben wir, machen wir erstmal Wischiwaschi. Okay, verstehe. Ich verstehe, okay, das heißt, wir werden den Bahnhof auch noch mal irgendwann ändern. In etwas Größeres. Oh, wieso habe ich jetzt eigentlich den Tram genommen? Weil ich ihn ausgewählt hatte, deswegen. Okay, ich verstehe. Aber das ist auch gar nicht mal so das Problem, denn Tram soll hier sowieso hierher kommen. Einfach upgraden. So, dann machen wir euch den Zug durch. Im reduzierten Betrieb, okay. Ja, das ist sowieso ja erstmal so hauptsächlich so hier, ne? Dings. Für. Wie heißen die Dinger nochmal? Highspeed. Was haben wir denn eigentlich? Mal gucken, was da so für Unterschiede sind. Das ist scheinbar One-Way. Das ist auch One-Way. Okay, das ist One-Way, das ist nicht One-Way und das ist auch wieder One-Way, okay. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Sprich, wir haben. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und zwischen und zu dem? Ich erkenne da keinen Unterschied.
Was kann am Schnee liegen? Ah, okay, das eine ist wired. Und das hier beispielsweise nicht. Da muss halt oben drauf und bei dem prinzipiell auch, aber da ist nicht elektrisch, war, haben wir es da auch nicht. Okay, ich verstehe. Heißt, wir haben hier so Dings. Und dann einen leichten Bogen nehmen. Richtung und dann da rein. Und da rein. Das passen wir natürlich noch. Können wir vorerst hier auch einfach mal eine Linie rüberziehen. Für den Strom. Solange wir da noch nichts andersweitiges haben. Und dann nochmal die Linie rangepackt. Dann haben wir das, was das betrifft, sind wir zumindest schon mal anfänglich ausgerüstet. Dann müssen wir es noch überlegen. Ich wollte, glaube ich, hier Wald nutzen und das andere, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube schon. Ja, passt. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Bogen. Machen wir einen ganz langen Bogen oder nicht? Das ist ja die Frage. Prinzipiell könnten wir das machen. Machen wir es mal einfach mal anfänglich, ne? Kann man ja immer noch ändern. So, Intercity-Dings. Erlauben. Hoppla. Waren wir es denn hier? Da. Ah, Metri wird schon gut genutzt. Alles so verkehrt, das wollte ich. Da haben wir natürlich noch keine Linie, das ist natürlich klar. Das ist okay, die Züge sind dafür anders. Ja, okay, okay. Ich guck mal. Dann haben wir da schon mal. Voll. Fragezeichen. Haben wir den kleinen Kram jetzt auch schon mal. Tram und so weiter werden wir dann später noch wieder anschließen. Dann haben wir jetzt hier noch. Da ist es ordentlich am Brennen, wie ich sehe. Hafen wollten wir irgendwo machen. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, wo genau. Ich glaube, hier kann das sein. Oder vielleicht hier. Weil wir halt auch den Zuglinie haben.
Prinzip auch erweitern könnten. Ist ja auch nur eine Klippe. Könnte man dann eher hier vorne machen. Da muss man ein bisschen was, wir haben das Geld. Hafen. So muss man den Schiffsexport auch packen. Machen wir direkt einen Frachtumschlagplatz, würde ich sagen. Weil das Wasser jetzt gerade so weit zurück ist, will das natürlich da haben. Das ist halt das Ding mit Ebbe und Flut, was wir halt haben, ne? Was wir auf jeden Fall brauchen. Ich muss es nur wieder finden. Wären ein paar Tsunami-Warnbojen. Da haben wir jetzt zumindest ein bisschen mehr Wasserfläche hier. Da haben wir kaum was an Wasser, aber kann man ja trotzdem auch nochmal machen. Damit wir einfach gewarnt werden. Genauso wie dort. Und einfach auch hier. Warum auch immer hier Wasser ist. Genau, dann würde ich sagen, passen wir nochmal hier vorne das Land so ein bisschen an. Dass das auch so ein bisschen ist wie hier vorne. So, Wasser braucht er sowieso hier nochmal. Das ist natürlich mit Ebbe und Flut sieht es natürlich auch wieder ein bisschen komisch aus. Können wir das einfach ein bisschen weiterleiten. Ist halt die Frage, wie hier ein Kreuz und dann da drüber. Ja. Würde ich sogar fast sagen, nehmen wir nochmal so ein Kreuz, was gerade. Obwohl. Hier kann man ja gerade. Da kann man eher weniger. Da kann man eher weniger machen. Dann nehmen wir ein passenderes Kreuz. Highway, ja, würde ich sagen, ne? Machen wir erstmal eine normale Verbindung dahingehend.
Haben wir da zumindest schon mal, was das betrifft. Und machen wir einfach mal so, sieht zwar nicht schön aus, aber funktioniert auf jeden Fall. Kommen wir da auch zumindest schon mal hin.